und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Ja, es ist ein neues Kurzprojekt quasi. Ich will nur mal schauen, ob das eigentlich gut ist, das Spiel. Ich habe es kurz gespielt. Es ist das Spiel Don't Starve. Und ich glaube, oder Starve, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, Starve heißt hungern oder so. Auf jeden Fall, worum geht's? Es erinnert mich ein bisschen an Minecraft. Habe ich mir gekauft auf Steam. Ist gratis. Ist nicht gratis, muss man kaufen. Aber man kriegt dann sofort, glaube ich, ein zweites Spiel dazu. Und man kann... Das ist noch die Beta. Also, wie gesagt, noch die Beta. So. Gut, also mal Play. Worum geht's in Last Starve? Wir müssen einfach nur überleben. Es geht wirklich gesagt wie ums blanke Überleben. Ich würde einfach sagen, wir machen ein neues Spiel. Das wird mein altes Spiel löschen. Na gut. So, also, wir haben den Gentleman Scientist. I will conquer it. Blablabla. So, wir haben also auch mehrere Charakter hier zur Auswahl, aber ich nehme den, das ist der Anfangscharakter. Man schaltet nach und nach ein paar mehr Charakter frei. Und ich fange einfach mal an. So. Oh, also das Spiel ist eigentlich recht cool. Ich habe es, wie gesagt, schon ein bisschen gespielt. How long will you survive? Wie lange werde ich überleben? I can see again. Say, pal, you don't look so good. You better find something to eat before night comes. Und weg ist er. Maxwell hat er, glaube ich, geheißen. So, wer sind wir? Wir sind dieser kleine Typ hier. Und es geht darum, wie gesagt, es geht darum, um zu überleben. So, was haben wir hier oben? Day 1, das ist die Uhr, die da oben rechts um im Eck ist. Und was machen wir? Wir müssen uns mal eindecken für die Nacht. Also wir sind dieser kleine Mann da. Die Map ist riesengroß. Das ist die Map, die kann man aufdecken. Das ist, wie gesagt, wie Minecraft. Und du gehst halt rum und sammelst jetzt mal ein paar Sachen. So, wir sammeln jetzt mal, wir holen jetzt mal ein paar Sachen. Gras, nehmen wir Gras, Blumen. Blumen wissen wir auch nicht, was man, für was man die braucht. Auf jeden Fall, was wir aber haben, ist, wenn ihr seht, da rechts da, da wo jetzt 93 steht, das ist unsere Hungeranzeige. Und wir kriegen auch Hunger, also heißt, wir müssen mal mit der Zeit was zum Essen suchen. Also sammeln wir ein paar Beeren, man kann auch Blumen essen, wir nehmen das Gras, wieder ein paar Blumen, also man kann, wie gesagt, nie genug haben. So, so, links, wer schon bemerkt hat, Da ist, da kann man sich Werkzeuge basteln. Also es ist, wie gesagt, das Wichtigste in diesem Spiel. Karotten können wir auch aufheben. Oh, ein Stein! Und, Gras. So. Das Erste, was wir machen, ist, wir brauchen Werkzeug. Und was machen wir? Wir machen uns eine Axt. Weil mit dieser Axt können wir die Bäume fällen. Das heißt, wir bauen uns die, haben die, machen uns unser Inventar irgendwie größer. Das ging. Oder geht's noch nicht? So, genau. Jetzt haben wir uns mit einer Axt ausgerüstet. Mit dieser Axt können wir schon mal den ersten Baum fällen. Da müssen wir draufklicken und draufbleiben. Na komm, und der erste Baum ist gefällt. So, das da, das sind Tannenzapfen. Die nennt man in Österreich auch Bockerl. Also, Tannenzapfen sind in Österreich auch Bockerl. So, ich würde mal sagen, wir nehmen ein bisschen Holz. Weil Holz brauchen wir. Weil wir müssen uns in der Nacht, es ist nämlich scheiß dunkel und am Abend kommen nämlich Monster. Und um es da irgendwie zu wehren zu können, brauchen wir Licht, sonst sehen wir nichts. Sonst können wir hier scheiße gehen, ne? So, jetzt die Monster an Hand abpflücken, aber wir müssen ihnen trotzen können. Wir haben eine Axt, wie man hier sieht, und mit dieser Axt kann man die Monster dann schlagen. Ihr werdet das eh noch sehen. Ich habe den Schmetterling gekillt! Man kann mit allen interagieren, man kann alles fressen, aber ob es bringt, weiß man nicht. Es gibt auch verrottetes Fleisch, aber wenn ich verrottetes Fleisch fresse, das ist nicht so gut, weil dann geht meine Lebensanzeige, ich habe auch Leben. Nein, ich habe auch Leben, wenn man rechts sieht, das Herz, das ist mein Leben. Und wenn mich jetzt irgendein Monster, es gibt doch Mammuts oder Elefanten oder so, und wenn mich die dann schlagen, dann verliere ich Leben und dann bin ich tot. Und es ist, wie gesagt, du hast ein Leben, und wenn du dann aber tot bist, dann bist du auch wirklich tot, wie in DayZ. Also das ist quasi ein Minecraft-Hardcore-Verschnitt, kann man eigentlich sagen. Aber es ist ein wirklich cooles Spiel. Das Einzige, was es noch nicht gibt und das Einzige, was mir ein bisschen abgeht, ich würde mir gerne ein Lager bauen können, einen Zaun. Ich würde mir gerne so eine Behausung bauen können. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das geht noch nicht. Also das Spiel ist, wie gesagt, in der Beta, soll Anfang 2013 rauskommen. Und dann, Anfang 2013, ist dann das Spiel draußen und wird dann ständig upgedatet. Genauso wie Minecraft. Wir kriegen mal ständig Updates. Das Ganze ist über Steam Greenlight zu kaufen und ist echt geil. Ich habe, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Indie-Spielen wie Blood Moon. Das war ein so geiles Spiel und ich werde doch sicherlich nochmal spielen, weil ich will es durchhaben. Also ich habe irgendwie voll die Motivation bekommen, das Spiel durchzuspielen. So, und wer die aufmerksamen Leute hier haben schon gesehen, dass rechts unten meine Axt, die hat jetzt nur noch 34% hier unten. Und das heißt, die wird auch kaputt. Das heißt, ich muss immer mehr aufpassen, dass ich neue Äxte mache. Es gibt, glaube ich, schon Truhen, da kannst du deine ganze Sache versperren, weil dein Inventar wird auch irgendwann mal voll. So, und was kann ich mit den Tannenzapfen machen? Die da, die kann ich einfach wieder dahin und dann, whoop, und dann kann ich hier ein paar Sachen pflanzen.
Und dann werden wieder größere Bäume drauf und das ist es. So, also wie gesagt, da oben rechts oben, wenn man beim Tag 1 schaut, es geht wie gesagt nur darum zu überleben. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt schon eigentlich später Abend, würde ich sagen, oder Nachmittag. Und dann wird's bald Abend und dann müssen wir schauen, dass wir ein Lagerfeuer kriegen. Man kann auch eine Angel bauen, man kann Fische sammeln. Und mein Essen geht auch gerade runter, also man kann Fische fangen. Oh, okay, ich brauche wieder eine Axt, so ein Bult. Da! So, gib her. Und wie gesagt, man nimmt immer mehr Bäume weg. Und das Ganze wächst mit der Zeit erst wieder nach. Das heißt, man muss auch über die ganze Map verstreut hingehen. Das heißt, man muss ein bisschen wandern, weil sonst halt, ja, irgendwann ist da nichts mehr und dann bist du da alleine. Und dann musst du hier weitersuchen. Deswegen kannst du doch ein paar Sachen wieder anpflanzen. Ich glaube, Samen kann man auch... Aha, Samen! Nee, man kann Samen, glaube ich, auch anpflanzen. So, ich glaube, wir haben genug. Essen brauchen wir noch. So, was können wir essen? Berries. Genau. Wenn ihr euch schaut, Berries. Oh, es wird dunkel. Okay. Karotte essen wir auch. Es wird dunkel. So, jetzt ist später Abend. Jetzt müssen wir schnell ein Lagerfeuer suchen. Ich würde sagen, hier. Hier können wir nämlich dann noch in der Nacht ein bisschen was machen. So, Lagerfeuer. Und ich würde sagen, hierhin, mitten zwischen den Sträuchern. So, wir haben ein Lagerfeuer. So, das Lagerfeuer geht aber auch mit der Zeit aus. Und was machen wir da? Man legt, was ein bisschen blöd ist, man legt Gras nach. Also jeder, der jetzt schon mal irgendwie ein Lagerfeuer gemacht hat, weiß, dass Feuer nicht mit Gras länger brennt. Oder es gibt irgendwie einen Trick, wie man ein bisschen, wie man das Feuer länger am Leben halten kann. Ich kann euch das mal zeigen. Ich wollte auch was Holz. Holz? Habe ich schon mal Holz probiert? Also ich nehme jetzt Gras und RIP. Und jetzt wird die Flamme gleich größer. So. Ui, große Flamme. So. Aber was ich noch gar nicht probiert habe, ist, wenn ich Holz reinlege. Warte mal. Lass mal das mal ausbrennen. Lass uns mal ein bisschen kleiner werden, das Feuer. Man kann auch eine Fackel bauen, mit der kann man dann in der Hand rumlaufen. Das auch ganz praktisch ist. Und wie gesagt, man, je weiter ich mich vom Lagerfeuer entferne, logischerweise, desto dunkler wird's. So. Das Lagerfeuer ist ziemlich klein mittlerweile. Ich lege mal Holz nach. Ah, Holz geht auch, okay. Jetzt wäre nur die Frage, was hält länger? Hält Holz länger? Oder macht das überhaupt keinen Unterschied? Weil dann wäre eigentlich Gras, weil Gras gibt es viel öfter als Holz. So, nehmen wir die Tannenzapfen. Kann ich da... Ich kann alles ins Feuer hauen. Ich kann auch Bären ins Feuer hauen. Aber ich... Kann ich... So, haben wir Tannenzapfen ins Feuer gehauen. Also ich kann, wie gesagt, alles ins Feuer hauen. Aber die Nacht zum Glück, was besser als bei Minecraft ist, vergeht viel schneller. Also man hat jetzt hier nicht irgendwie, muss sich gegen Zombies umschlagen. Es gibt aber auch Gegner, es gibt auch so kleine Spinnen, die jetzt nicht wirklich schier sind, aber sie sind eigentlich lieb. Also es gibt auch Spinnen. Das Ganze wird übrigens mit WASD gesteuert und mit der linken Maustaste. Und legen wir mal ein bisschen Holz nach. So. Okay, 20 Holz kann ich insgesamt. Okay, ja gut. Also da ist noch ein Baum, den wir mal noch fällen. Und dann ist es auch bald wieder Abend und dann würde ich sagen, wir gehen mal auf die Jagd. Wir nehmen ein paar Viecher aus. Und es werden auch bestimmt mehr Gegner dazu gepatcht. Wie gesagt, das ganze Spiel ist in der Beta. Und Minecraft war auch noch nicht so umfangreich, wie es heute ist. Also ich habe es mal damals gespielt und wenn ich es mir heute im Vergleich zu damals anschaue, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Es ist einfach viel zu umfangreich inzwischen schon. Also für mich, für meinen Geschmack, finde ich, Minecraft ist extrem umfangreich geworden im Vergleich zu damals. Und deswegen bin ich dann immer ein bisschen nicht up to date. So, was können wir hier noch schauen? Riffline. Ah, ich kann Rope machen, ich kann Bretter machen. Genau, machen wir mal. Okay, aus Gras mache ich, aus geschnittenem Gras mache ich Seile. Machen wir mal. Okay, seht ihr, jetzt haben wir... Oh, okay, und jetzt ist wieder Tag. So, hätten wir jetzt noch mehr Feuer reingeschmissen. Also nicht Feuer, sondern mehr Holz oder so. Ja, dann wäre mit der Zeit, wäre uns, das wäre unnötig, weil es ist ja schon wieder hell. So, ein bisschen Gras noch einsammeln, Schmetterling killen, komm, ich will Schmetterling killen, komm, ja! Okay, er ist viel zu schnell. Er ist viel zu schnell. Die Blumen, ich weiß nicht, was ich mit diesen Blumen machen kann. Ich weiß es, ich kann sie essen. Ich kann sie wirklich essen. Dann, das gibt seiner Gesundheit ein bisschen was. Aber ich frage mich, warum sollte ich Blumen essen? Das muss doch noch... Haha, Faggot! Das ist die Musik, wenn hier ein Kampf ist, aber es ist nicht wirklich Kampf. Oh! Oh! Das sind fette Spinneneier. Und da sind Spinnen drin. Und das... Oh, der Baum ist gewachsen und die einzige Waffe...
die was ich habe. Warte mal, mach mal ein anderes Werkzeug. Machen wir. Okay, warte, da ist ein Dings. Machen wir eine Schaufel. So. So. Jetzt haben wir eine Schaufel. Man kann sich immer nur mit einem Werkzeug ausrüsten und. So. Und hier. Kommen wir, jagen die mal auf rein. Genau, und jetzt. Jetzt nehmen wir das, die Schaufel. So. Und mach ein Loch und tag raus mit dir, du Faggot. Komm her, komm her, komm her. Okay. Es ist viel zu schnell. Es ist viel zu schnell für uns und. Wir machen das erst die Spinneneier kaputt, wie versprochen. So. Okay, mein Inventar ist, glaube ich, schon voll. Ah, ich habe wieder. Ich habe es wieder eingesetzt. Map. Okay. Okay. Gut, also kämpfen wir gegen die Spinnen. So. Spinnen! Oh, sollte ich vielleicht. Was ist, wenn die Schaufel auf einmal die Spitze kaputt wird? Warte, wir nehmen doch vor die Berries. Weil wir wollen ja nicht geschwächt in den Kampf gehen, so jetzt. Ha! Komm her, komm her! Das ist. Der gibt Urviel, der gibt Essen, der gibt Essen. Okay, wir jagen in die Falle. Das ist ein Truthahn. Komm her! Komm her! So. Stirb! Okay. Er ist tot. Er schlaft nur. Also die Kinder, die jetzt hier zuschauen, er schlaft nur. Er schlaft nur. So, aber ich habe keinen Platz mehr. Das heißt, ich werde es darüber tragen. Wo ist das Spinnenei? Das war da unten irgendwo. So, jetzt werden wir es da hinlegen. Von was haben wir nur wenig? Von den Bären? Okay, die werden wir auch noch brauchen. Attacke! Stirb! Oh, sind das viele! Oh mein Gott, das sind viele. Die machen sich ja Schaden! Ha! Ha! Oh! Ha, komm her! Bring it on! Nein, 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 nein! Oh, okay, die machen nicht viel Schaden. Oh, die machen doch viel Schaden! Shit, 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 nicht sterben. Okay, wer ist eine Karotte? Und, wo ist mein Fleisch? Da war irgendwo mein Fleisch! Oh! Okay, sie gehen wieder zurück, aber ich will die töten. Oh mein Gott, die helfen ihm! Ich dachte, die sind so blöd und lassen seinen Freund an ihn, sterben. Das wäre mir. Okay, wir müssen das so machen. Taktisch! Taktisch, Motherfucker! Yeah! Oh, taktisch! 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 Oh, das war untaktisch! Taktisch! Taktik! Und jetzt stirb! Oh! Okay. Nun los Problemas. Aber, was wir jetzt da gefunden haben, ist Monsterfleisch. Und Monsterfleisch schadet uns. Also, es stillt zwar den Hunger, aber es schadet uns. Und da habe ich gerade Spinnennetz gefunden. I can't carry any more stuff. Okay, was gehen wir weg? Was mache ich mit den Schmetterlingen? Kann ich die essen? Natürlich. Natürlich. Hätte mich gewundert, wer. Warte mal, warte mal. Ist der. Da ist doch keiner. Was passiert da? Oh, okay, ich habe Spinnennetz rausgeholt. Was auch immer das bringt. So, was brauchen wir? Wir brauchen Leben. Wir haben ziemlich viel verloren. Ich esse mal zwei Beeren. So. Aber wie ich mich wirklich effektiv heile, weiß ich nicht. Oh ja, warte mal. Ich kann eine Falle bauen. Genau, es wird gleich wieder Abend. Verdammt. Hat Karotte. Ich kann eine Falle bauen. Schau, wir haben also Lagerfeuer. Und hier eine Falle. Ein Backpack. Komm, wir machen Backpack. Oh, wir haben jetzt mehr Slots. Hey, cool, ich habe einen Rucksack. Das habe ich selber noch nicht gemacht. Trap, wir machen eine Falle auch. Ja, set a trap wäre nice. Was ist das? Was ist das für eine Falle? Ich weiß nicht, was ich da für eine Falle gemacht habe. Aber meine Axt ist gleich kaputt. Okay, es wird gleich wieder Abend. Noch schnell eine Dings gehe. Oh, ich habe keine Steine mehr. Oh shit, es ist dunkel. Ich brauche Steine. Ich habe keine Steine mehr. Oh mein. Oh Gott. Okay, ich habe keine. Ich kann nichts mehr machen. Außer jetzt das die ganze Dings da aufheben. Wir werden uns aber zurück zu unserer Falle begeben, weil die haben wir nicht umsonst gebaut. Wir wollen dann schon hier unsere Früchte ernten, die was wir hier jetzt angebaut haben. Noch ein paar letzte Sachen, damit uns das Feuer in der Nacht nicht ausgeht. Es ist wie gesagt, ich kann es mal kurz demonstrieren dann. Es ist wie gesagt, ein Stein, sehr gut. Es ist arschdunkel dann. Mehr ist es nicht. Und es gibt auch, man kann auch eine Spitzhacke machen. Mit dieser Spitzhacke kann ich dann,
Mit der Spitzhacke mache ich dann Dings, kann ich dann Steine ernten, das ist glaube ich das falsche Wort, aber ich kann sie craften, ich kann sie beschädigen. Und ja, yeah, das ist es auch schon. Aber ich mag den Grafikstil, nur es geht mir ein bisschen noch der Umfang ab. So, jetzt machen wir eine Fackel, weil Fackel habe ich selber noch nicht gemacht. Ha! Wie lange brennt die denn? Oh, ich muss da nachlegen, glaube ich. Ah, okay, da habe ich eine Prozentanzeige. Oh, fuck. Okay, jetzt. Ah, oh ja, cool, aber viel sehe ich damit auch nicht. Wir werden sie in den Rucksack... Oh, es ist dunkel. Oh, schau, wie dunkel es ist. Ich sehe einen Scheißdreck. Oh mein Gott, ich sterbe in der Nacht. Habt ihr das gehört? Da war irgendwas. Warte, was ist, wenn ich Bretter nachlege? Ah, ich glaube, Bretter brennen länger als normale Holzdingsel, obwohl das eigentlich wurscht ist. Also, es sollte eigentlich egal sein. So, wir machen noch eine Axt. Axt ist, glaube ich, ziemlich wichtig. So, ausgerüstet können wir nächsten Baum fällen. Na komm. Es ist gleich vorbei. Waldrodung. Derjenige, der jetzt Avatar schaut, der ist jetzt nicht amused. Ah, der war ja schon. Egal. So, kann ich mit dem Stamm eigentlich auch machen? Take that nature. Ich habe doch eine Schaufel auch. Kann ich das ausheben? Ja, kann ich. Oh, ich habe noch was aufgehoben. Nice. Okay. So, den werden wir auch noch fällen. Und okay, also Bretter brennen extrem lang. Das heißt, ich mal das Feuer an. Das brennt doch immer. Bretter brennen lang. Das ist nice. Was eigentlich egal ist, also weil ich gesagt habe, es ist egal, ob ich so einen Holzstamm reinlege oder ob ich ein Brett reinlege. Das ist in Feuer eigentlich egal. Der Holzstamm könnte vielleicht ein bisschen feuchter noch sein. Das heißt, er brennt schlechter. Das wäre das, glaube ich, das Einzige, was mir im Moment einfällt. So, komm her. Den Tannenzapfen gehen wir dahin. Wir werden nicht die Waldrodung nicht nur unterstützen, wir werden sie auch wieder, die Wälder wieder fördern. Ich frage mich übrigens, wie die das machen zu Weihnachten, jetzt gerade zur Weihnachtszeit. Wie machen die Leute, wie werden da die Christbäume gezüchtet und wo? Also da werden ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehr Tannenbäume gezüchtet werden, als was gefällt werden. Also ich wüsste gar nicht, wo man die überhaupt hernimmt. Also die Frage habe ich mich schon oft gestellt, aber nie eine Antwort drauf bekommen. Und ich brauche Stein, ich brauche Stein. So, dann würde sagen wir, warte mal, wo sind wir denn eigentlich? Okay, da, wir haben jetzt ein bisschen schon was erkundet. Da sind Samen. Ha! Entschuldigung. Ein bisschen Samen holen. So, Vogel, du setzt dich da nicht hin. Und wer, du scheißt mit dem Kopf. Sowas brauchen wir. Also, wir haben genug Blumen inzwischen eigentlich. Können wir ein paar Blumen essen? Wenn ihr schaut, da kriege ich ein bisschen Leben dazu. Nicht viel, aber doch ein bisschen. Aber wie ich wirklich aktiv Leben dazu kriege, habe ich noch nicht verstanden. So. Oh, der Baum gibt, glaube ich, viel her. Oh, eine Karotte. In Österreich heißt das Karotte, nicht Möhre. Wir sagen auch Zwetschge und nicht Pflaume. Österreich ist anders. So, okay, dann raus mit dem Ding. Lovely, lovely, lovely. So, ein paar Blumen noch. Ich will euch noch ein Dings zeigen. Also ich habe, wie gesagt, noch in dieser Episode noch nicht alle Möglichkeiten von dem Spiel ergötzt. Es gibt viel mehr noch. Es gibt zum Beispiel, ich habe meine Falle jetzt umgelassen. Es gibt eine Science-Maschine. Mit der kann ich dann noch mehr bauen. Also ich habe Food. Was ist das? Farm-Plot. Da brauche ich zwei Kuhhaufen. Scheiße. Und Gras. Habe ich nicht mehr viel Gras? Ich habe nicht mehr viel Gras. Fällt mir auf. Wie kann das weniger werden? Da gibt es nicht so viel. So. Ah, okay. Wieder mal aufs Hügel. Warte mal. Warte mal. Wenn ich eine Falle baue... Oh, das braucht Gras, okay. Hm. Viel haben wir nicht mehr. Warte, nehmen wir die Beeren. Die Beeren, glaube ich, geben, glaube ich, ganz gut. Und was ich so gemerkt habe, da könnte ein Truthahn auch drin sein. Also umsonst ist es dann nicht. So. Oh, großer Baum, großer Baum. Da gehen wir hier noch ein paar hin, so. Ah, sehr gut. Das habe ich gesucht. So, jetzt bauen wir uns eine Spitzhacke. Da. So, Spitzhacke tauschen wir aus mit der Dings. Und jetzt go! Let's mining, motherfucker! So. Okay, so. Jetzt haben wir ein paar Steine. Genau. Weil Steine gibt es eigentlich recht wenig, was ich bemerkt habe inzwischen. Oh, Gras. Also, wie gesagt, ein sehr
farmreiches Spiel eigentlich. Also man muss farmen. Und warum glänzt der Baum so? Ist da was drin in dem? Da war doch gerade irgendwas. Ist da vielleicht... Es ist wie gesagt noch ziemlich viel umfangreicher, als was ich jetzt darstelle. Wie gesagt, erste Episode und jetzt geht es eigentlich darum, eigentlich mal das Überleben zu sichern. Um mal ein gewisses Kapital zu erzeugen. Und mein Magen geht, glaube ich, gerade voll ein. Ich brauche auf jeden Fall was zum Essen, merke ich. Aber das verrottete Fleisch will ich nicht essen. So, interessant wäre auch, wenn die Bäume so kaputt sind. Also so abgeschlagen, ob da dann wieder ein neuer nachwächst. Was ist mit dem Baum? Oh, der zerfällt. Okay. So, wir essen mal die Schmetterlinge. So, dann essen mal die Karotten. Okay, Karotten geben viel. Vogel. Oh, was ist das? Hey, that's my name. Warte mal, kann ich Grabschändung betreiben? Schaufel, kann ich mich ausgraben? Ah, ein Geist! Mr. Geist? Nein, nicht Town. Ah, ich muss... Okay. Was macht der Der schadet mir, der Scheißgeist! Oh, wir sollten weg von ihm. Ich glaube nicht, dass mit dem gut Kirschen essen ist. Geh mal weg. So, Leute. Aber das war gewesen, wie gesagt, nur ein Let's Show, um zu zeigen, wie es ist. Ich finde das Spiel wirklich sehr cool. Und vor allem Indie-Game-Entwickler kann man eigentlich in diese Richtung schon mehr unterstützen. Wie gesagt, wird geupdatet. Und geil wäre es, wenn ich mir dann mittlerweile auch so ein Haus bauen kann und Möbel und so. Also auf das warte ich eigentlich, weil ich stehe auf dieses selbe Einrichten. Und ja, ich hoffe, das kommt noch. Leute, wie gesagt, wollte ich nur mal herzeigen, wenn es vielleicht ganz cool ist, wenn ihr sagt, okay, mach mehr, dann mache ich vielleicht noch ein paar Episoden, aber ich finde es wirklich cool, also es gefällt mir wirklich gut. Wenn es euch so ist, würde mich freuen, wenn ihr mir dann einen Daumen hoch macht. Gibt's eigentlich, das nur kurze Nebenfrage, gibt's Almdudler bei euch zum Trinken? Wäre nur so. So, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, noch hoch, also es wirklich einen wunderschönen Tag, es ist Montag, ich weiß, scheiß Ding, aber das wird wieder. Also Leute, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Lass du noch 3, 2, 1, ciao! Oh, ja. Lass uns drüber reden! Danke!